Weiter geht's mit diesem Thema. Rund 5 Millionen Menschen in Deutschland kämpfen mit einer Sucht. Und dabei geht es gar nicht immer um Alkohol oder Zigaretten oder Drogen. Wir alle können süchtig werden. Auch vermeintlich harmlose Genüsse wie Kaffee, Schokolade oder sogar Sex können abhängig machen. Und wie kann man denn einer solchen Suchtfalle widerstehen? Darüber wollen wir sprechen heute Morgen mit Isabella Häuser, Direktorin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in der Charité in Berlin. Heute Morgen unser Gast. Schön, dass Sie da sind, Frau Häuser. Guten Morgen. Also wir wollen jetzt explizit mal nicht über diese großen Süchte sprechen, wo ja viele Dinge schon bekannt sind, sondern diese kleinen Sachen, wo ganz viele sagen, ah, ich bin schokoladensüchtig oder ich bin süchtig nach Kaffee, trinken 10 Kaffee am Tag. Sind das Ihrer Meinung nach richtige Suchtverhalten? Nein, das würde ich überhaupt nicht als problematisch ansehen. Wenn jemand halt eine Tafel Schokolade pro Tag isst oder 10 Tassen Kaffee trinkt, das ist jetzt erstmal nicht problematisch oder gesundheitsschädigend. Und trotzdem ist es so, wenn man sich jetzt entscheidet, ich möchte aber vom Kaffee runterkommen, haben manche Menschen richtig Entzugserscheinungen. Haben manche Menschen Entzugserscheinungen, das stimmt. Kopfschmerzen ganz häufig sind auch so psychisch eher gereizter, aber das dauert vielleicht 2, 3 Tage und dann ist das auch vorbei. Zuckersucht, ähnlich wie Nikotin? Nein, so würde ich das nicht sagen. Zucker ist etwas, was wir halt schon als kleinen Kinder darauf sozusagen das wird uns beigebracht, dass was Süßes eine Belohnung ist. Kinder werden immer mit was Süßem belohnt eben. Das ist mehr so eine erziehungs- und anerzogene Geschichte, dass wir dann auch als Erwachsene möglicherweise dann eben zu viel Süßes essen. Nun gibt es neue Süchte, die tatsächlich auch problematisch sein können. Ganz viele Menschen sind handysüchtig. Man sagt, sie sind handysüchtig, also sie gucken ständig ins Handy und fühlen sich richtig unwohl und neben der Spur, wenn das Handy einfach mal nicht dabei ist. Ja. Ist es eine Sucht und wenn ja, wie kommt man da runter? Naja, wie man von jeder Sucht erstmal runterkommt, indem man das Verhalten sein lässt. Das ist aber sehr viel leichter gesagt als getan, denn es ist ja gerade das Zeichen von einer Abhängigkeit, dass man das Verhalten nicht unterdrücken kann. Das heißt, dass man sich eben unwohl fühlt, wenn man nicht ständig aufs Handy guckt oder das Handy zumindest nicht ständig erreichbar hat. Das Beste ist, man macht das wirklich man nimmt sich vor und sagt das auch allen und versucht Unterstützung zu bekommen aus dem Freundes- und Familienkreis, dass man sagt, es gibt eine handyfreie Zeit am Tag oder in der Woche. Das muss man sich dann mal überlegen, was für einen am besten ist. Das ist als Erwachsener eine Sache, als Eltern von Kindern ist das unter Umständen problematisch. Mhm. Peter hat uns eine sehr interessante Geschichte auf unserer Facebook-Seite geschrieben. Er schreibt, mein Neffe ist 14 Jahre alt und daddelt den ganzen Tag entweder mit seiner Playstation, dem PC oder dem Handy im Internet mit Headset. Er hat sonst keine Kontakte, mittlerweile auch schon 4 Wochen die Schule geschwänzt und im letzten Zeugnis gab es nur 5. Mein Schwager ist mit der Situation über fordert. Er wollte ihm schon alles wegnehmen, aber dann droht sein Sohn abzuhauen. Mhm. Was kann er tun? Das ist eine Problematik, die ganz viele Eltern, vielleicht nicht in der krassen Form, aber ganz viele Eltern kennen. Ja, also das klingt tatsächlich ausgesprochen beunruhigend, weil das Kind alle Zeichen zeigt eben von einer tatsächlichen Sucht oder Abhängigkeit. Schule werden vernachlässigt, Freunde werden vernachlässigt, alles wird letztlich vernachlässigt. Das ist ganz schwierig. Ohne professionelle Hilfe wird da der Vater bzw. das Kind dem Kind sicherlich nicht geholfen werden. Es gibt aber in jeder Stadt, Großstadt hauptsächlich, gibt es Anlaufstellen für Internet bzw. Smartphone oder Playstation-abhängige Jugendliche. Das gibt es mittlerweile. Wie geht das dann? Also wie helfen Experten? Ja, die Experten helfen so, dass sie erstmal versuchen, ein alternatives Verhalten aufzubauen. Das heißt, ein anderes Verhalten, zum Beispiel körperliche Betätigung, also irgendetwas, was dem Kind dann vielleicht doch Spaß macht, dem Jugendlichen, dieses alternative Verhalten aufzubauen und dann sozusagen das Kind so etwas mehr, zunehmend mehr von dem Gebrauch dieser Playstation oder Handy oder so weiter zu entwöhnen. Nicht gänzlich, das wird man nicht schaffen, sollte man auch nicht. Ja? Also Handys, Smartphones gehören nun mal zu unserem täglichen Technik dazu, die wir alle benutzen. Aber eben doch entwöhnen, damit wieder ein erfolgreiches Leben gelingt. Denn das ist ja kein erfolgreiches Leben, wenn man nur da sitzt und am PC rumdaddelt.
Das ist ja sogar wirklich sehr, sehr problematisch für Jugendliche. Vielen Dank für Ihren Besuch heute Morgen, Isabella Häuser, Direktorin für Psychotherapie und Psychiatrie und Psychotherapie. Zwei unterschiedliche Fachgebiete, ne? Eins ist medizinisch und eins geht die Seele an. Ja, es ist, wir sagen, es ist beides medizinisch und psychologisch gemeinsam. Auf jeden Fall miteinander sehr eng verbunden. Schön, dass Sie heute Morgen Zeit hatten dafür. Gerne. Dass die Männer jetzt irgendwie mir gerade voll die Abfuhr gegeben haben, ja, kann ich auf jeden Fall mit leben, weil die trauen sich an so eine Frau wie mich, trauen die sich ja gar nicht ran.